Hallo liebe Freunde der mittelscharfen Literaturkritik und willkommen zu einer weiteren Folge Kurz und Knackig. Der Juli hat letzte Woche vorgelegt und uns seine Lieblingsbiografie Shoe Dog von Phil Knight vorgestellt. Falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Interessantes Buch, wirklich toll, kann ich nur empfehlen. Ich bin der Patrick und eigentlich hört ihr meine Stimme nur im Podcast, aber heute seht ihr mich auch mal. Und ich stelle euch heute einen meiner Lieblingsromane, nicht mein Lieblingsroman, aber einen der wirklich herausragendsten Romane meiner Meinung nach vor, und zwar Das Parfüm, die Geschichte eines Mörders von Patrick Süskind. Erschienen 1985 und auf 320 Seiten nimmt uns Patrick Süskind mit in das Paris des 17. Jahrhunderts. Wir begleiten einen Mann ohne eigenen Körpergeruch auf der Suche nach Anerkennung. Jean-Baptiste Grenouille, geboren Anfang des 17. Jahrhunderts auf dem vielleicht stinkendsten Ort damals, dem Fischmarkt in Paris, wird von seiner Mutter eigentlich verstoßen. Sie kehrt ihn unter den Tisch zu den Fischabfällen und will ihn im Fluss wegspülen. Er klammert sich durch ein schreierndes Leben, der später auch im Buch als wohl überlegter, durchdachter Schrei beschrieben wird, ob er das Leben überhaupt will, das ihn ja schon so verstoßen hat, wo er überhaupt noch nicht gar nicht da ist. Er ist auf die Welt gekommen und die Welt will ihn nicht. Und so geht es das ganze Buch. Wir begleiten ihn in insgesamt 4 Abschnitten. Wir fangen an mit den Lehrjahren, die aufhören, dass er seinen Gesellenbrief als Parfümeur hat. Dann geht es weiter in die Wanderjahre, wo er so ein bisschen, man könnte heute sagen, Me-Time macht, indem er sich einfach mal 7 Jahre zurückzieht in ein Erdloch und da ein bisschen vor sich hinriecht, was so in seinem Kopf vorgeht. Und dann fällt ihm auf, ich habe keinen Eigengeruch, ich muss gemocht werden. Darum finden mich die Menschen so komisch, weil ich einfach keinen Eigengeruch habe. Dann geht es zu den Meisterjahren, da ist dann wirklich da kommt dann der Mörder ins Spiel, wo er anfängt, Frauen, die einen wirklich unverwechselbaren Geruch haben, zu töten. Und am Ende im Epilog ist wirklich das, ja, ich sag mal, die Tragödie nimmt sein Ende. Er begibt sich an den Ort zurück, an dem er geboren wurde, und lässt sich von den Ausgestoßenen, die sich da rumtreiben, auffressen. Ein wirklich tolles Buch. An sich will ich euch nicht zu viel verraten. Es ist einer der besten Kriminalromane. Ihr könnt ihn wirklich interpretieren, wie ihr wollt. Es ist diese Suche nach Anerkennung in einer Welt, die alles versucht, um jemanden abzustoßen, die einen Menschen dazu dann bringt, ein Mörder zu werden und ihn dann in so einen Wahn hier reinbringt, weil er merkt, wie manipulativ Leute sind und welche Macht er durch Geruch über Menschen haben kann. Ist sehr erschreckend und sehr spannend. Es ist wunderbar toll geschrieben. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, hört euch gerne die Podcast-Folge an. Hört euch vielleicht sogar das Buch. Lest es durch und schreibt mir euer Feedback unten in die Kommentare. Sollte euch das Video gefallen haben oder diese Rubrik gefallen, lasst es uns wissen. Gebt uns Feedback. Lasst uns vielleicht ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt, und abonniert uns oder ähnliches. Oder hört einfach mal in den Podcast rein und schreibt uns, was ihr darüber denkt. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.